Yo, was geht ab, meine Freunde? Willkommen zum neuen Grand Cross Video hier auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr dabei seid. Und ja, Leute, ihr seht es. Ich habe ein bisschen was am Setup geändert. Mega cool bisher. Noch nicht alles so, wie ich es gerne hätte. Die Softboxen sind noch unterwegs. Dementsprechend die Beleuchtung von vorne und die Abgrenzung zum Greenscreen hinter mir nicht ganz so optimal. Allerdings wird das noch. Ich finde das Setup so, wie es ist, richtig cool. Allerdings gefällt mir das alte auch noch. Deswegen muss ich gucken, ob ich ab und an hin und her switche in den Streams und in den Videos. Mal schauen. Auf jeden Fall, eure Meinung würde mich mega dazu interessieren. Schreibt es in die Kommentare, welches Setup ihr geiler findet. Dieses hier, das neue, oder ich switch einmal kurz rüber zum Vergleichen. Einmal das alte, wäre mega cool, ballert's rein. Wie gesagt, interessiert mich mega. Und in diesem Sinne, Leute, viel Spaß mit dem heutigen Tipps und Tricks Video, Part 2 unserer Tipps und Tricks Reihe. Es wird euch auf jeden Fall helfen, garantiert. Und in diesem Sinne, Leute, ab damit! Kommen wir zu Tipp Nummer 1, Leute. Und es geht um die Beziehung zwischen Main- und Supporter-Chars und was man daraus alles ziehen kann. Denn ein Team besteht nicht nur aus diesen vier Main-Chars, die ihr hier oben seht, mit denen man halt in den Kampf geht und mit denen kämpft, sondern auch mit den vier Supporter-Chars, die man hier unten auswählen kann, die mega großen Einfluss haben. Zunächst einmal auf die Basiswerte des Main-Chars, den sie supporten, und auf die Kampfkraft overall für das Team. Worauf muss man da genau achten, Leute? Denn dieses Thema ist wirklich nicht zu unterschätzen. Zunächst einmal gibt jeder Char von sich aus 5% seiner Basiswerte auf den Char, den er supportet. Das heißt, man nimmt erst, der erste Gedanke, klar, den Char, den man am höchsten gepusht hat, den man aktuell nicht im Team spielt, und nimmt den als Supporter-Char. Denn der gibt ja natürlich am meisten. Sieht man zum Beispiel, wenn wir Weinheit vergleichen mit 2 Sternen, dem Buff, und nehmen wir mal King, der höher geboostet ist, der gibt natürlich mehr Stats. Klare Sache. Allerdings, Leute, geht's auch noch einen Tick besser. Nämlich, es gibt Chars, oder für jeden einzelnen Char gibt es besondere Chars, mit denen sie sehr gut synergieren, beziehungsweise besonders gut synergieren. In diesem Fall sind das Chars, die dieses Symbol haben und oben aufgelistet werden. Auf der SDG Database, die ich euch unten verlinken werde, könntet ihr auch bei jedem Char immer individuell nachgucken, welche das sind. So, warum ist das so? Gehen wir mal rein, denn diese Chars geben einen besonderen Assoziationseffekt, wenn sie supporten. In diesem Fall bei Griamore 240 Death on Top. Also ist schon mal nice. Also wird man ja theoretisch denken, nehme ich den und booste ihn hoch, gute Wahl. Auf jeden Fall, Leute. Allerdings geht es noch einen Tick besser. Denn, gucken wir uns mal in Hausers Fall an, und zwar diese beiden Gilfanders. So, wir haben hier noch ein kleines abweichenderes Symbol zu den anderen, denn diese beiden haben noch einen Zusatzeffekt. Nämlich, gehen wir mal rein. Zunächst einmal hat er auch einen Assoziationseffekt. Hier 19,7% Crit-Def, okay. Allerdings gibt er noch 1000 Kampfkraft on top. Warum? Weil er diesen kombinierten Angriff hier rechts mit Hauser vollführen kann. Mega nice Sache. Was das ist, schauen wir uns bei Hauser an. Wirklich gut. Denn die Ult hat zwei Varianten. Zunächst die Basisvariante, wo er 350% Angriff Damage hat. Und die, wenn man Gilfander als Support wählt, kombinierten Angriff mit 400% Basis Damage. Mega krass. Also hat man 50% Damage Boost allein dadurch, dass man ihn wählt. Neben dem Assoziationseffekt und den zusätzlichen 1000 Kampfkraft, die man bekommt. Was im Ungeared PvP übrigens sehr gut ist und einen guten Vorteil gibt. So, hier sehen wir, er gibt 5% Basis-Stats. Denn jetzt würden wir ja overall sagen, Gilfander ist die beste Wahl. Allerdings gibt es noch einen letzten Punkt, den man beachten muss, Leute. Denn wenn wir die beiden Gilfanders vergleichen, gibt dieser hier 5% und der hier satte 10% seiner Basis-Stats. Und natürlich die anderen Effekte fast identisch. So, warum ist das so? Weil wir bei diesem Gilfander die ultimative Fähigkeit gepusht haben. Die Ultimate gibt mit jeder Stufe, die man sie maxt, maximal 5 Stufen bis zur Maximalstufe, jeweils 1% mehr an Basis-Stats, die man übergibt. Deswegen ist dieser Gilfander die beste Wahl, in diesem Fall für meinen Hauser. Boom, gibt ordentlich Push, mega geil. Also Leute, Overall Boost, Assoziationspartner, kombinierter Angriff, ultimatives Level. Das sind die vier Punkte, die ihr beachten müsst, um die perfekte Entscheidung zu treffen. Allerdings gibt es auch eine kleine Einschränkung, denn man kann manchmal, wenn ich zum Beispiel Blue King jetzt hier spielen würde als Main-Char, kann ich nicht einen anderen King als Assoziationspartner für Gopher benutzen, um die Fähigkeit zu kriegen. Manchmal kann man nicht zwei kombinieren. Jericho zum Beispiel, diese Jericho, könnte ich als Main spielen und die rote SR Jericho bei Barn wiederum als Support nehmen. Deswegen guckt erstmal, bevor irgendwas funktioniert, bevor ihr in einen Char investiert, und geht dann nochmal sicher. So viel an der Stelle. Ja, ich hoffe, das war hilfreich. Auf geht's zum nächsten Tipp.
Jo Leute, kommen wir zu Tipp Nummer 2 und es geht um Gear, beziehungsweise um das Rerollen von den Buffs im Gear. Denn Leute, wie ihr alle wisst, kann man hier Werte ändern. Jedes Mal, wenn man ein Awaked, also ein Gear, eine Stufe hoch macht, plus 5, zack, Awaked, dann ist er wieder plus 0, aber ein Stern, erhält man einen Buff. Und diese Buffs kann man auch rerollen, Leute. Mega nice Sache und dafür gibt es sogar noch ein Autobot für die Rerolls. Mega coole Sache, kennt man aus vielen MMOs. Hier gehen wir mal rein. Wir können nämlich sagen, dass wir diesen Wert hier, diese 2,3% Angriffswert, so, langt mir nicht, sage ich mal 2,8% Angriff, nice. Hier kann man auch nur sagen, was er halt alles annehmen soll. Wir wollen aber Angriff auf mindestens 2,8% und dann rerollt er so lange, bis er diesen Wert erreicht bzw. überschritten hat. Mega cool. Wichtig an dieser Stelle, Leute, voreingestellt ist meistens das hier, nämlich dass man Ambosse benutzt. Achtet wirklich darauf, Ambosse nie für R-Gear oder so ausgeben, nur für SSR-Gear und da auch würde ich empfehlen, einzeln drauf drücken, damit man einen halbwegs passablen Wert auch akzeptiert, weil Ambosse sind noch selten bei uns oder generell selten und nur für SSR-Gear zu verwenden. Wir nehmen nur Gold. So, dann können wir auch noch sagen, wie oft er rerollen soll. Wir machen einfach so lange keine Beschränkung, bis er diesen Wert überschritten hat. So, hinterlegt, Wiederholung, Batz, und jetzt geht er rein. Und rerollt halt wieder und wieder und wieder. So, das kann man jetzt, da kann man jetzt halt überlegen, wo man halt den Maßstab setzt. Bei 2,8 ist natürlich sehr ambitioniert. Man kann den auch runterschrauben. Jetzt bei 2,5 ist so meine Empfehlung. Und alles, was darüber hinausgeht, so, nimmt man gerne mit. Auf jeden Fall. So, zum Beispiel hier Durchdringung. Nebenbei kann man auch mal drauf gucken. Durchdringung, Max-Wert finde ich schon mal ganz nice. Ich habe jetzt abgebrochen den ganzen Kram, denn ich finde, diesen Max-Wert kann man durchaus behalten. Ist zwar kein Angriff, aber dann kann ich Angriff auf irgendwo anders rerollen, wenn ich darauf Bock habe. Also, dieses Auto-Feature, was man dann hier wieder ausstellen kann, ist sehr cool. Handy beiseite legen und wenn ihr wieder drauf guckt, habt ihr ein paar hunderttausend ausgegeben an Gold, aber habt den Wert, den ihr gerne haben wollt. Und ich würde mal sagen, hoffe, das hat geholfen. Weiter zum nächsten Tipp. Jo, kommen wir zu Tipp Nummer 3, Leute. Ein beliebtes Thema, der Münzenshop oder der Coinshop. Ja, viele wissen nicht, wofür sie was immer ausgeben sollten. Ich kann es euch ganz klar sagen, Leute, denn bei manchen Sachen gibt es wirklich nur ein, zwei Optionen, die man holen kann. Bei allen anderen, ja, werde ich auch darauf eingehen, was für Optionen es generell gibt. Zunächst einmal, die Freundschaftsmünzen oder Punkte. Gebt die einfach nur für diese Kugeln aus, die ihr dann im Fort Zorgris Verlies einlösen könnt, dreimal noch einen Try machen könnt. Chancen auf SSR-Pendants sind dann da. Mega coole Sache. Und das würde ich eigentlich nur empfehlen. Das ist mit die einzige Option, die man hier rausziehen sollte. Bei Silbermünzen gibt es auch nur eine Option, die man kaufen sollte, nämlich Ausdauerpots. Ausdauerpots sind das A und O in diesem Spiel, denn Leute, wir grinden, 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 farmen über Nacht teilweise. Und das ist ein Großteil des Spiels, deswegen braucht man dafür wirklich Ausdauerpots. Sollte sich so viele wie möglich davon holen, auf jeden Fall. Und ja. Kommen wir zu den Goldmünzen. Bei den Goldmünzen müssen wir theoretisch aufpassen, weil es gibt ein paar Goldmünzen, wo man erstmal überlegen sollte, sollte man die Ult von jemandem erstmal leveln, bevor man die eintauscht. Das heißt, falls ihr Limitierte habt, checkt erstmal aus, welche Chars gut sind. Zum Beispiel Gustav, Green Gil Thunder und so weiter, die man halt gut als Assoziationspartner vom vorherigen Tipp hochpushen kann. Des Weiteren geht man eigentlich nur für SSR-Chars aus, Leute. Da auch präferiert Leute, die rabattiert sind. Die beiden besten Optionen sind natürlich Jericho und Arthur, eventuell auch noch Hauser ganz später, aber diese beiden sind ganz gut. Viele haben sich Jericho jetzt unrabattiert, viermal geholt oder so, damit sie ihre Ult auf Max kriegen. Kann man machen, Leute, aber ich warte eigentlich nur, wenn sie hier rabattiert sind in der Rotation, die jede Woche sich ändert und kaufe sie dann direkt, wenn sie rabattiert sind. Natürlich kann man auch Coinflip machen, indem man sich hier einen Dupe-Coin holt, damit man sie hier im Platin-Shop eintauschen kann. Auch eine Option, Leute, das hochzutraden. Im SSR-Shop, im Coin-Shop, Platin-Shop, so jetzt haben wir es, ist es schon ein bisschen interessanter, denn da kommen später und da folgt auch noch ein Video von mir. Wirklich krasse Chars, Leute. Unter anderem der Red Gother, der jetzt im Banner ist. Sie haben jetzt parallel, was ich ein bisschen assig fand, und viele sind auf Reddit drauf reingefallen, hier einen Gother gedroppt, sogar rabattiert, und manche haben sich den wirklich gekauft, weil sie dachten, das wäre der Red Gother. Wenn man nämlich eine Dupe-Coin hat, sieht man das blaue Symbol nicht mehr. Einige sind drauf reingefallen, kann man so stehen, wie man will. Fand ich ein bisschen assig trotzdem. Ja.
Eine gute Option aktuell ist Green Barn. Ich würde aber trotzdem warten, bis der rabattiert ist für 5, denn diese Cube-Coins sind wirklich limitiert, speziell für Free-to-Play-Spieler. Und deswegen muss man da wirklich clever entscheiden, was man investieren sollte. Red Gopher, Green Barn, perspektivisch auch noch Red Escanor, Red Demon Meliodas. Allerdings würde ich und Green Merlin natürlich, die am Dienstag droppen wird, sind alles gute Optionen. Gopher natürlich Nummer 1, sobald er kommt, für diejenigen, die sie nicht haben. Aber rabattiert würde ich immer empfehlen. In diesem Sinne, weiter zum nächsten Tipp. Kommen wir zum vierten Tipp, Leute. Es geht ums Essen. Beziehungsweise die Frage, wo benutze ich wirklich welches Essen und was ist so das Beste? Viele wissen zum Beispiel nicht, was soll ich im PvP benutzen, was beim Guild Boss, was PvE. Kann ich euch ganz genau sagen, Leute, es gibt ein paar Sachen, die sehr empfehlenswert sind, die ich mir auch hier bei meinen Bevorzugten abgespeichert habe. Unter anderem für PvP gibt es vier Sachen, die ganz geil sind. Kräuter-Erdbeer-Kombi, die unter anderem 10% Kampfklasse, also Kampfpunkte, zugibt, damit man First Turn gehen kann. Mega cool. Dann gibt es die Honig-Apfel-Pastete, mein Lieblingsessen persönlich, weil sie einen Ult-Gauge on top gibt. Zusammen mit Green Merlin als Sub-Char. Mega cool, startet man mit zwei. Hat in der zweiten Runde eine, vielleicht sogar zwei Ults ready. Mega coole Sache. Dann haben wir unter anderem noch, mal kurz drauf gucken, natürlich Ei und Pommes. Ei und Pommes weicht einen Angriff oder einer Schwächungsfähigkeit aus, beziehungsweise der ersten. Gegen Green Barn, der als erstes schwächt und dann angreift, ganz cool. Gegen den Stun eventuell, kann den Gegner aus dem Konzept bringen, ist auch ganz cool. Dann gibt es noch das gute alte Brathühnchen. Für diejenigen, die sich sicher sind, easy going, ich brauche keinen Push oder so, ich gewinne so oder so, dann würde ich das empfehlen. Denn das boostet die Turniermünzen, die man bekommt, um 1000%. Sprich, man kriegt anstatt der normalen 3, kriegt man 33 Stück. Was ziemlich cool ist, weil so kann man sich schneller die ganzen UR- und SSR-Gear-Waffen im Turniershop erfarmen. Coole Sache, aber nur für diejenigen, die sich sicher sind. Im Farming-Bereich, falls man mal durchlaufen lassen will, kann man mit diesem Eye-Pudding hier seinen Goldzuwachs verdoppeln. Das heißt, man macht pro Run doppelt so viel Gold, was ganz cool ist. So, zuletzt Guild-Bosse. Guild-Bossen würde ich tendenziell sagen, Honig-Apfel-Pastete, einen Ult-Gauge on top, weil man diese Jericho-Kombi fährt, um schnell ihre Ult zu bekommen, vielleicht einen Turn früher als sonst. Auch ganz cool. Dann Kräuter-Erdbeer-Kombi, wieder die 10% Kampfklasse, weil viele bei dem Hardboss diese 120k nicht überschreiten können mit ihrem Farmteam. Ist leider bei vielen aktuell der Fall. Deswegen das, glaube ich, am häufigsten benutzt. Für diejenigen, die es easygoing schaffen, hier Hühnchen, Gemüse, Bratreis, pusht den Crit-Schaden um 20%, sprich mit der ganzen Jericho New Comp. Nochmal einen sehr schönen Damage Boost, finde ich sehr empfehlenswert. Zum Schluss hätte ich gesagt, Leute, ihr könnt ja immer die ganzen Rezepte und die ganzen Zutaten immer nachgucken, was ihr braucht und wo ihr sie bekommen könnt. Ich blende euch hier nochmal eine kleine Übersicht, für welchen Modi welches Essen am besten ist. Ich hoffe, dieser Tipp war hilfreich und wir gehen mal weiter zum nächsten Tipp. Kommen wir nun zum fünften und letzten Tipp für heute. Es geht um die täglichen Aufgaben. Und vielleicht sieht es bei euch anders aus wie bei mir, denn Leute, mit dem Fortschritt in der Story schaltet man auch bessere Belohnung und Konditionen bei den täglichen Aufgaben frei. Mega cool, falls man bestimmte Milestones erreicht hat, wechseln halt diese täglichen Aufgaben hier. Beziehungsweise vom Inhalt sind sie gleich, allerdings gibt es tausendmal bessere Belohnung. Hier zum Beispiel 5er Höllenblut, Dämonenblut läuft bei mir und Lebenswasser. Mega cool. Mein persönliches Highlight hier, der 5 Awakening Stone. Mega cool. Und die Konditionen, die man dafür aufbringen muss, fahren auch runter. Das heißt, hier zum Beispiel bei der Quest freie Bewältigung oder freie Stufe muss man früher fünfmal absolvieren. Heute muss ich es nur einmal machen, bevor ich die Belohnung kassieren kann. Mega cool, Leute. Deswegen oft empfohlen, Progress, 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 nur durch die Story, Leute. Viele Vorteile, unter anderem diesen. Deswegen zieht so weit durch, es geht in der Story. Ich bin so weit, wie es aktuell halt veröffentlicht wurde. Und wir haben aktuell diese Belohnung. Mega cool. Ja, das war's zum Abschluss von meiner Seite aus. Eventuell, falls es euch interessiert, ist ein kleiner Gimmick und ich finde ein wirklich witziges Feature. Geht mal bei Elizabeth drauf, klickt hier links und schaut, was passiert. Guckt euch Hawk genauer an, guckt euch die Treppe genauer an und ja, vielleicht finden die einen oder anderen den Helm von Helbram. Wer weiß, auf jeden Fall mega witziges Feature, Leute, kann ich nur empfehlen. Und ansonsten war es das hier von meiner Seite aus? Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video, und es war hilfreich.
Und wie am Anfang erwähnt, haut in die Kommentare, ob ihr das neue Setup wirklich geil findet oder nicht. Und falls ihr noch irgendwelche Themen habt, Fragen oder so, haut es auch mit rein, Leute. Ich lese mir alles durch und versuche es zu beantworten. Oder falls ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, du, mach mal ein Thema dazu oder so. Ich höre mir wirklich alles an. Ich freue mich über eure Rückmeldung. Und in diesem Sinne, danke für den Support bis hierhin. Lasst ein Like da und wenn es geht, auch noch ein Abo für diejenigen, die es nicht getan haben. Ich würde mich mega freuen. Und in diesem Sinne, see you next time.